Ja, vielen Dank, dass Sie Wort erteilt haben. Wir haben hier einen Antrag vorgelegt, der ja auch schon mal im Ausschuss diskutiert worden ist. Und ich glaube, wir hatten ihn auch schon mal in der Stadtverordnetenversammlung, da bin ich mir gar nicht so sicher. Wir haben ihn auch modifiziert. Ich will es nochmal begründen. Ein gültiger Personalausweis ist eine Grundvoraussetzung, um sein Leben bewältigen zu können. Gleichzeitig zählt dieser gültige Personalausweis besonders häufig Menschen, die am meisten Schwierigkeiten haben, ihr Leben zu bewältigen, nämlich wohnungslose Menschen. Wenn der ehemalige Ausweis abgelaufen ist oder, was viel häufiger der Fall ist, wenn der Ausweis verloren ging, gestohlen wurde, und das ist eben bei Menschen, die keine feste Unterkunft haben, keine Wohnung haben, auf der Straße leben, ganz häufig der Fall. Es fehlen ihnen sichere Aufbewahrungsmöglichkeiten, häufig werden ihre Habseligkeiten auch gestohlen, das ist tatsächlich so. Und die Wiederbeschaffung eines Ausweises ist kompliziert, auch manchmal bei Identifikationspapieren, die sonst notwendig wären, fehlen. Und es gibt zusätzlich Gebühren, die gerade obdachlose Menschen in der Regel gar nicht stemmen können. Und wir wollen mit unserem Antrag dazu beitragen, dass die Probleme gemindert werden. Wir wollen, dass Kassel die Gebühr von 35 Euro, die ein neuer Ausweis kostet, die Ausstellung eines neuen Ausweises kostet, für Wohnungslose zu 100% übernimmt und für andere bedürftige Personen zu 50%. Und bedürftig in diesem Sinne sind Personen, deren Einkommen unter der Gefährdungsgrenze liegt. Für viele von uns, die wir hier sitzen, mag das unbedeutend erscheinen, aber für arme Menschen ist das Fehlen eines Personalausweises wirklich ein existenzielles Problem. Ohne Personalausweis sind prekäre Lebenslagen praktisch nicht zu überwinden. Ohne gültigen Personalausweis ist es nicht möglich, sich beim Jobcenter zu melden und Bürgergeld zu beantragen. Auch ein Bankkonto können Sie nur eröffnen, wenn Sie einen Ausweis haben, Aktivieren von SIM-Karten. Gleiches gilt für Mietverträge oder Arbeitsverträge und sogar für gemäßigte Eintrittspreise oder Mobilität, also Fahrkarten, die man vergünstigt kriegt, wenn man nachweisen kann, dass man dazu berechtigt ist. Und dazu braucht es in der Regel den Ausweis. Außerdem besteht für Bürgerinnen ab 16 eine Ausweispflicht und wer bei Kontrollen ohne Ausweis erwischt wird, muss mit einer Geldbuße von bis zu 3.000 Euro oder kann bis zu 3.000 Euro bestraft werden. Außerdem, wer sich nicht ausweisen kann, kann auch nicht von seinem Wahlrecht Gebrauch machen. Also, Sie sehen, es gibt viele Probleme, die damit zusammenhängen und wir wissen auch, das haben wir im Ausschuss, dass Sie durchaus diese Probleme sehen. Jedenfalls habe ich Herrn Welt in der Ausschusssitzung genauso verstanden. Wir haben den Antrag gestellt, dass die Stadt von dem gesetzlich möglichen Ermessensspielraum systematisch Gebrauch macht und bei bedürftigen Personen eben auf diese Gebühr verzichtet. Sie haben dagegen argumentiert aus formalen Gründen. Die Stadtverordnetenversammlung könne das gar nicht beschließen, weil der Oberbürgermeister alleine dafür zuständig sei. Wir haben da eine andere Auffassung. Egal welche rechtliche Konstruktion gewählt wird, haben wir als Stadtverordnetenversammlung das Recht, das politische Recht, einen politischen Willen zum Ausdruck zu bringen. Und darum geht es. Es geht nicht noch um eine Formalität sozusagen hier, stichfest zu begründen, sondern unseren politischen Willen zum Ausdruck zu bringen. Und welchen Weg der Oberbürgermeister dann für die Umsetzung findet, darauf können wir dann gespannt sein. Wir sind aber optimistisch, dass es einen solchen Weg gibt. Wir schlagen die Satzung vor, aber wir hatten schon in der Diskussion im Ausschuss vorher gesagt, dass es eben ein Vorschlag ist, der uns naheliegend erscheint. Wir haben Sie gebeten, andere Vorschläge einzubringen, wenn Sie eine bessere Idee haben, ist es nicht passiert, ist es schade. Aber bundesgesetzlich ist für eine Gebührenermäßigung oder die Befreiung für das Erstellen des Personalausweises dieser Ermessensspielraum eingeräumt. Es ist also tatsächlich möglich, dass man es machen kann und einige Kommunen lösen diese Frage, indem sie das eben tatsächlich systematisch tun. Das Kundenzentrum Hamburg-Mitte zum Beispiel bietet wohnungslosen Menschen
kostenlose Ausweisdokumente an. In Bremen wird es auch freisetzt. Das zeigt einfach, es gibt die Möglichkeit dafür und wir möchten einfach darum werben, dass wir diese Möglichkeit in Kassel auch einführen.